Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Dark Souls, Part Nummer 3. Ja, im letzten Part haben wir hier dieses neue Gebiet kennengelernt, haben auch einen Drachen gesehen und haben gegen unzählige Untote gekämpft hier. Hier liegt nur einer. Und wir haben auch dabei einiges an Items eingesammelt und ein paar Infos über das Spiel bekommen. Zumindest hoffe ich, dass ich genug Infos raushauen konnte. Und ja, da den Typ haben wir da unten auch noch gezeigt gehabt, diesen schwarzen Ritter. Habe ich übrigens, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Der schwarze Ritter ist einer der Gegner, wenn man ihn besiegt, ist er weg. Also der taucht dann nicht nochmal auf. Ist zumindest ein guter Vorteil, wenn man ihn einmal besiegt hat. Nachteil, man kann halt leider dann an ihn nicht farmen. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Kann man hier durch? Ja, hier Generalschuss. Das hier. Ah ja, ich weiß wieder, aber da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin. Das ist eine Abkürzung. Aber diese Abkürzung führt zum Tod, sage ich mal direkt. Weil, ich zeig's euch später. Ich zeig's euch später. Da ist ein Gegner, den sollte man einfach nicht unterschätzen. Das ist einfach nur ein Panzer von Typ. Und hier gibt es, glaube ich, eine Stelle. Entweder hier oder weiter oben. Da müsste jetzt gleich irgendwo hier eine Exe sein, glaube ich. Ne, hier nicht. Und zwar so eine Kristallechse, die auch nur einmal ein Item droppt, aber dafür immer wieder auftaucht, wenn man. Ja, wenn man sie besiegt. Ich glaube, die müsste dann hier sein. Ja, okay. Nein, nicht runterfallen. Bleibst du da? Die kann natürlich auch Fallschaden kriegen, aber die kann natürlich auch abhauen. Deswegen sollte man aufpassen. So, und weg mit dir. Weil die droppen nämlich immer diese schönen Sachen. Und im Vergleich zu Demon's Souls. Egal, ob die runterfällt oder nicht. Wenn sie stirbt, kriegen wir die Items ins Inventar gespawnt. Also hat zumindest den Vorteil. Und was mir auch aufgefallen ist, oben links sieht man ja eine 1. Die habe ich bekommen. Und zwar, man kann natürlich auch die Einsen und die Zahlen kann man natürlich auch sammeln, ohne dass man menschlich ist. Aber die habe ich bekommen dadurch, dass ich einen Gegner besiegt habe. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kriegt man die dann halt auch so dazu gezählt. Ich weiß zwar jetzt nicht, woran das liegt. Bin ich ganz ehrlich, habe keine Ahnung. Liegt vielleicht daran, je nachdem, wie lange man überlebt. Aber ja. Das ist natürlich dann auch was Schönes, wenn das mal passiert. Weiter hoch kommen wir nicht. Und hier, ja, stehen wir schon vor unserem ersten richtigen Boss. Oder eher gesagt noch nicht. Und hier gibt es einen Trick, wie man ihn einfach besiegen kann. Und zwar muss ich erstmal hier nach oben. Das übersieht man vielleicht am Anfang, weil man denkt, oh gut, man geht ganz gemütlich weiter. Also man muss sich das so vorstellen. Normalerweise, wenn ein Boss erscheint, dann hat man ja unten eine HP-Leiste. Das ist übrigens hier ganz gemein, weil die treffen einen, obwohl man wo man gerade erst hochläuft. So. Also man würde jetzt als Spieler, wenn man das erstmal spielt, würde man jetzt ganz gemütlich da weiterlaufen und würde dann feststellen, ja, Mist, da komme ich nicht weiter. Man kann übrigens auch ganz schnell runter hier. Das ist richtig, richtiges Upgrade im Vergleich zu Demon's Souls. Aber man sieht halt hier, der Weg ist versperrt, also müssen wir weitergehen. Und ja, man sieht halt hier auch keinen Gegner, der von sonst wo rüberspringen kann. Aber hier ist halt ein Boss, der gleich auftauchen wird. Da oben ist er schon. Und vor dem rennen wir jetzt am besten erstmal weg. Und zwar richtig weg. Taurus-Dämon, von dem wurden wir auch schon gewarnt. Und zwar machen wir hier dieselbe Taktik wie beim allerersten Boss im Tutorial. Hier muss man sich halt wirklich beeilen, weil sonst, wenn man einen erwischt, dann ist das wirklich übel. Und zwar springen wir halt auch wieder oben auf ihn drauf. Oh, wenn man natürlich auch den richtigen Knopf dabei drückt. Schön unter und durch und am besten weg von ihm, damit man, ja, damit man sich quasi wieder Luft holt, damit man dann wieder zurückrennen kann. Na, komm mal auf mich zu. Achtung. So, und jetzt muss ich hier durch. Auch wieder durch die Beine am besten. Ah, Mist, 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 Mist. Ja, also der Boss ist, wird nicht unterschätzend sein. Ah, es ist doof, dass ich mich gerne heilen wollen würde. Aber es geht momentan nicht. Kann auch gut sein, dass er mich jetzt hier auch trifft auf der Leiter, weil die Taktik klappt nicht immer hundertprozentig. Ui, das war knapp. So. Man könnte auch denken, gut, man sitzt jetzt hier oben, man hat jetzt gut Luft, aber man sollte halt nicht zu lange hier oben bleiben. Weil, ja, der kommt dann irgendwann mal nach oben gesprungen. Und das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir erstmal wieder weg. Eieiei.
Ja, man merkt dann auch schon den Nachteil, wenn man dann Estus-Verkors... kein Estus-Verkors mehr hat, dass man dann halt, ja, früher oder später Probleme hat. Na, Achtung, weg. Und wieder nach oben. Also die Taktik ist zwar ein bisschen, ich sag mal, lame, aber es ist halt, ja, eine gute Taktik, um den Gegner zu besiegen. Aus, op, ich habe keine Auswahl mehr. Achtung. Hoch da. Go, 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 go. Jetzt müsste man sich mal vorstellen, wie schwierig das wäre, wenn, ja, wenn der die Gleiter ganz langsam hochkriegen würde. So, das Ganze nochmal. Der Typ lernt halt auch nicht dazu. Der braucht halt ewig, bis er mal sich denkt, dass er nach oben geht. So, ich merke auch übrigens, ich hätte vielleicht das ein oder andere Rüstungsteil ausziehen, sondern damit ich ein bisschen schneller bin, weil hier ist es halt auch so, dass man halt, na, Achtung auf die Ausdauer, dass man halt auch schneller ist, je weniger man trägt. So, weg. Ah, verdammt. Ich hätte eigentlich gedacht, er wird springen, aber hat er nicht gemacht. Na, hau ab. Ja, es kann auch trotzdem sein, dass ich hier trotzdem sterbe. Also, so ist es ja nicht. Man sollte halt keinen der Bosse unterschätzen. Komm, go, 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 nach oben. Eieiei. Also ich glaube, ich bin da schon mal einmal getroffen worden, deswegen habe ich da immer wieder so die Befürchtung. Soll mal kurz einen Estus-Flakon nehmen und dann nochmal ihn angreifen. So. Wie gesagt, ich könnte auch natürlich so angreifen. Aber macht halt auch nicht viel Schaden. Verdammt, ich klemme fest. Eieiei, das war knapp. Ui, jetzt muss ich mal weg. Autsch. Ui, ob das noch klappt. Ob das noch klappt. Verdammt, verdammt. Es kann gut sein, dass er uns jetzt gleich trifft und dann war's das. Nein, 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 nein. Oh Mann, oh Mann. Ausweichen. Ui, das war ein guter Sprung. Zum Glück kann man auch mit so einer Rüstung gut springen. Ich hoffe halt nur, dass es jetzt reicht. Weil, ja, sonst müssen wir den Boss nochmal machen. Das was wird, glaube ich, nicht. Ja, verdammt. Verdammt. Ja, und das ist halt Dark Souls. Nochmal von neuem, nochmal von vorne. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich denken, wie schwer der Boss wäre, wenn man ihn ohne diesen Trick mit dem, ja, mit von oben runterspringen besiegen könnte, besiegen wollen würde. Das würde eine Weile dauern, weil man auch nicht so viel Schaden macht. Ja, und wenn wir die Seelen haben wollen, müssen wir natürlich direkt wieder hin zu ihm. Wäre vielleicht auch praktischer gewesen, wenn ich hier, Achtung. Wenn ich vielleicht mein Schwert upgraded hätte, weil so viel ich nochmal weiß. Wobei, ne, wir brauchen eine Schmiedekiste dafür. Können wir unsere Waffen halt selbst auch upgraden dann. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Hier gibt es natürlich auch wieder Schmiede. Ja, aber es heißt natürlich erstmal wieder hinkommen. Zum Boss. Und dann möglichst so weit, dass wir nicht so viel Schaden bekommen. Wo kommt der denn her? Damit wir halt auch uns Estus-Verkors aufheben können. Und ihr seht auch oben links, wir haben unsere 1 noch übrig. Das Problem ist nur, um ein Leuchtfeuer abzugraden, braucht man Menschlichkeit und zweitens braucht man dann plus 1. Also man braucht quasi zweimal Menschlichkeit. Und zwar einmal Menschlichkeit, um sich halt ja, wieder menschlich werden zu lassen. Und wieder einmal, um halt dann das, ja, abzugraden. Und ich mag das gar nicht, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit von Feuer bombardiert werde. Bin ich ganz ehrlich. Man merkt auch schon, dass ich hier versuche, ein bisschen schneller zu machen, damit man auch ein bisschen mehr sieht halt von einem Part. Weil wie gesagt, ich möchte halt nicht... Oh, meine Stimme hat es gerade versagt. Ich möchte halt nicht über 30 Minuten kommen, weil das habe ich schon bei Demon's Souls gemerkt. Gut, es war ein Blind-Let's Play und da wäre auch nicht viel passiert, wenn ich dann ewig rumgekurvt wäre, weil ich langsam laufe und sowas. Aber, ja, hier möchte ich das gerne vermeiden, weil je länger ich aufnehme, umso asynchroner wird der Part. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist vielleicht nicht so nervig. Also mich persönlich stört es. Das merkt man vielleicht als Zuschauer nicht so unbedingt. Aber mich persönlich stört es halt einfach aus dem Grund, ja, weil es halt vermeidbar wäre. Deswegen wäre ich halt ganz schön, ja, wäre ich halt froh, wenn ich halt unter den 30 Minuten bleibe. So, das war ein guter Schlag. Der eine hat sogar gerade was gedroppt. Das ist übrigens der eine, der oben die, ja, das brennende Fass runtergeworfen hat. Das wird sich natürlich nicht resetten, dass er dann halt nochmal kommt. Und ich glaube, ich werde mal gucken, dass ich eine andere Rüstung anziehe. Das wäre vielleicht schon Vorteil. Da ich zumindest ein bisschen leichter bin. Soldatenhelm ist ein bisschen leichter. Reicht das schon?
Kann auch sein, dass ich ganz was ausziehen muss. Aber ich guck mal soweit noch. Wir hatten ja auch Rüstung hier gefunden, genau. Gucken wir mal. Da sehe ich natürlich jetzt auch aus wie so einer von diesen. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt schneller. Wir können auch schneller laufen jetzt. Ja, das passt. Sieht halt jetzt lustig aus, dass wir halt hier so dieselbe Rüstung anhaben. Aber das hilft uns vermutlich gar, ja, dann auch vermutlich mit Sicherheit am Anfang. Oh, doch nicht. Da war halt doch noch ein Dritter. Der ist. Achso, nee, der läuft Patrouille und der ist uns dann zu schnell, zu voreilig. Ja. Vor allem zu uns gekommen. Also ich war zu schnell so rum. Ja, leider, wie gesagt, es gibt Gegner, die spawnen nicht nochmal neu. Deswegen ist auch hier diese Echse nicht mehr da. Wie gesagt, einmal da, dann ist sie weg. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass es das Ganze ein bisschen schneller geht. Ich meine, wir haben volle Leben. Ich habe nur einen Estus-Verklau verbraucht und wir sind auch ein bisschen schneller. Wir kriegen natürlich jetzt auch mehr Schaden, wenn er uns trifft. Und er wird natürlich auch erst wieder runterspringen, wenn wir da vorne sind. Wo ich merke auch gerade, wir sollten vielleicht auch erstmal wieder die Bogenschützen besiegen, weil die können am Anfang auch gut nerven. Man kann natürlich auch gut sagen, man sieht, da oben sind Bogenschütze. Deswegen geht man hier zuerst hoch. Das kann natürlich auch sein. Ich versuche halt mich immer so ein bisschen reinzudenken, wie das ist, wenn man. Wie heißt, wenn man halt das Game nochmal blind spielt. Um dann halt quasi wieder dieses Neutrale zu kriegen. Aber dadurch, dass ich halt doch viel weiß. Ich glaube, es ist nicht so leicht. Ich habe mich jetzt unnötig von ihm treffen lassen. Aber gut. Sollte nicht ganz so wild sein. So, runter. Ich hoffe halt jetzt einfach mal, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen schneller sind, dass wir auch schneller von ihm weglaufen können. Ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt mehr Schaden macht, wenn man. Wie heißt's? Wenn man halt in zwei Händen rumläuft. Ich könnte eigentlich mal machen, weil. Ich kann ja seine Attacken eh nicht blocken. Wäre vielleicht von Vorteil. Go, go, go. Leider rennt er nicht unbedingt schneller jetzt die Leiter hoch. Das ist immer dieselbe Geschwindigkeit. So. Na. Nee, macht nicht unbedingt mehr Schaden, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, wie die Zahl aussieht. Und. Ja. Ja, wir sind schon einen Ticken schneller. Na, wobei, nee. Achtung. So, das ist unsere Chance, an ihm vorbeizukommen. Naja, oder auch nicht. Eieiei. Na, ich bin. Ja, ich bin, ungeduldig. Ich glaube, das Beste ist wirklich, dass man ihn erstmal einmal schlagen lässt und dann versucht, hochzukommen. Interessanterweise haben wir jetzt auch schon eine 2 oben links stehen. Also sollte ich jetzt wieder verlieren, werde ich dann die. Ja, sollte ich dann die. Wie heißt's? Werde ich dann das Leuchtfeuer upgraden. Na, weg. Also viermal müssen wir das machen. Letztes Mal hätte es beinahe geklappt. Na du, kommst du auch? Dann können wir mal kurz ein Estusflakon nehmen, damit wir nicht gewonhittet werden, jetzt gleich. Na, okay, er springt doch. Aber gut, dass er halt so mal kurz gestunt ist. Ja, dann soll er mal gerne hinten stehen bleiben. Ich hoffe, das reicht von der Zeit her. Oh Mann, oh Mann. Also ich bin ganz ehrlich, jeder einzelne Boss hier ist beeindruckend. Ui, oh, aber gut, dass ich nicht runterfalle. Hey, das war wirklich Glück. Na du, jetzt guckst du wieder, gell? So, das sollte jetzt noch einmal reichen und dann. Na, durch die Beine und weg. Weg, 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 weg. Eieiei. Also man muss halt wirklich schon sagen, man muss hier so ein bisschen ja, üben mit dem Nachjustieren. Und weil man kann nicht gleichzeitig rennen und die Kamera drehen, das geht leider nicht. So, weg. Aber da fuchst man sich halt so früher oder später mal rein. So, da hat sich ja zugeschlagen. Das sollte eigentlich von der Zeit her passen. Ja, diesmal klappt es. Diesmal sollte es klappen. Ja, aber solche einfachen Tricks gibt es leider nicht bei jedem Boss. Also das würde dann früher oder später dann auch merken. So. Wieso hat er nicht zugeschlagen? Ah. Nicht richtig auf jeden Fall. Das war jetzt nicht so gut. Wobei ich sagen müsste, ich könnte ihn jetzt auch so besiegen. Aber ich habe ein bisschen Angst. Na, komm. Ein Schlag noch. Achtung. Na komm, dich haben wir und besiegt. oh Mann. Also immer wieder beeindruckend, die Bosse hier. Also kein leichtes, also kein Zuckerschlecken hier. Nach wie vor. Man kann, selbst wenn man weiß, was man machen muss, hat man trotzdem so seine Probleme. Und wie wir jetzt gesehen haben, haben wir auch einen, ja, einen Rückkehrknochen bekommen.
Das ist sowas wie diese Keilsteinscherbe von Demon's Souls, um sich zurückzuporten. Parzeit sieht gut aus. Ich könnte natürlich weitergehen, ich könnte natürlich auch zurückgehen, aber ich würde am liebsten weitergehen, weil ich gerne eine Abkürzung freischalten wollen würde. Auch wenn wir da ja nur noch mit einem Estus-Flakon rumlaufen, da ist das versteckt. Das habe ich doch gesehen. Weitere Seele. Ja, und man muss natürlich auch aufpassen, weil, gut, der Vorteil ist jetzt halt auch, dass, ja, dass wir den Boss besiegt haben, dass er halt auch jetzt weg ist. Also sollten wir hier jetzt sterben, dass wir dann, ja, den Boss nicht mehr machen müssen. So, und da unten ist einer. Den könnte man vielleicht erst denken, oh Gott, ist vielleicht ein Gegner. Aber nein. Das ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name ist, aber das ist ein richtig lustiger Charakter. Na du? Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Ja, da hinten ist die Sonne. Oh. So, mein Game & Watch ausmachen. Der mich immer vor irgendwas warnt. Ich soll den mal ausmachen. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Ja, ich würde gerne hören, was The er zu way I sagen hat. see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Yep. This pleases me greatly. Well then, take this. Weißer We are Symbolspeckstein. amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. So, und der Speckstein, den er uns gegeben hat, der Praise the Sun, der Typ ist einfach nur genial. Das ist so ein richtig geiler Insider von Dark Souls. Das Internet ist auch voll von Praise the Sun. Der Speckstein ist dafür gedacht, dass wenn wir menschlich sind und zu einem Boss kommen, dann gibt es, glaube ich, nicht bei jedem, aber schon bei einigen Bossen die Möglichkeit, dass man sich ein Phantom, also so einen Helfer, ruft und die sind teilweise so OP, dass sie sogar den Boss alleine machen könnten. Also ich werde darauf nicht unbedingt bei jedem Boss zurückgreifen, aber vielleicht bei dem einen oder anderen, um es vielleicht mal zu zeigen. Oder halt, um einfach mal, also falls ich merke, dass der Boss für mich zu stark ist, dass man das Let's Play dann nicht, also dass es keine 100 Folgen werden, nur weil ich halt hier den Boss nicht packe. Aber das werde ich dann noch sehen. Es gibt zumindest einen Boss, bei dem es schon von Vorteil wäre, wenn man das macht. So, und hier, ja, hier kommt unser Drache und da müssen wir uns beeilen. Na, also da renne ich direkt mal erstmal weg von denen. Oh, okay, doch nicht. Also der trifft schon einmal. Ich dachte eigentlich, dass das reicht. Ja, und zwar fackelt er da oben alles ab und hier wollte ich hin. Weil hier ist dann endlich mal die Abkürzung. Na, wo ist er denn? Nicht runterfallen, erst die Abkürzung aktivieren. So, Leiter ausfahren und jetzt sind wir hier. Man denkt sich jetzt eher, oh cool, neues Leuchtfeuer. Das war bei mir auch übrigens beim allerersten Mal, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Aber ist mir auch gefallen, cool, ein Leuchtfeuer. Ja, und dann merke ich, da war ich ja schon mal. Also eine sehr schöne Abkürzung. Und ich werde auf jeden Fall dieses Leuchtfeuer jetzt aktivieren, weil das ist auf jeden Fall ein guter Zwischenpunkt, um das Ganze halt, ja, damit wir uns halt menschlich machen können. Auch weil ich links die Punkte habe. Ich muss ja keine Menschlichkeit opfern für als Item. Ja, und oben links sieht man jetzt, die 1 ist halt schön hell geworden. Und jetzt können wir das Ganze auch entfachen. Heißt, dass ich dann halt diese eine Menschlichkeit opfere, damit die Flamme größer wird. Das sieht man jetzt auch, dass sie ein Stückchen mehr brennt dann. Und jetzt haben wir unten links wieder 10 Estus-Flakons. Ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich sollte vielleicht auch mein Level verteilen.
Ich habe übrigens zwischenzeitlich nachgeguckt, weil ich weiß, ich habe nicht mehr gewusst, wie viel Stärke ich brauchte für diese eine Waffe. Deswegen, ich brauche 16 Stärke, deswegen haue ich das am Anfang erstmal hier alles hier drauf und mache danach dann auch Kondition weiter. Damit ich halt, wenn ich an den Punkt komme, dass ich dann das Item auch benutzen kann. So, sehr schön. Ja, und das ist halt wirklich so ein schöner, zentraler Punkt. Und man sieht es übrigens auch, wir sind menschlich wieder. Wir sehen nicht mehr so verschrumpelt aus. Und ja. Und je nachdem muss ich halt auch gucken mal. Warte mal, ich ziehe mal vielleicht wieder eine andere Rüstung an. Meinen Helm, meinen alten. Reicht das dann noch? Nee, das ist immer wieder schwer. Weil ich würde halt schon gerne bei, bei der leichten Rolle bleiben. Oder bei der mittleren eher gesagt. Es gibt natürlich noch eine schnellere. Aber das ist so die mittlere, die gute Rolle. Die mag ich. Und hier sind wir jetzt auch an einem Punkt angelangt, an denen wir auch Seelen farmen können. Und zwar dadurch, dass wir da unten jetzt halt das das Leuchtfeuer haben. Und da oben immer wieder die ganzen Gegner neu spawnen. Und der Drache da ist. Der spuckt halt die ganze Zeit Feuer. Und ja, tötet halt die Gegner. Und so können wir die ganze Zeit Seelen bekommen. Geht dann wieder runter, lässt die Gegner respawnen und macht das Ganze dann nochmal. Und ja, das werde ich jetzt halt auch selbst noch ein paar Mal machen hier. Also jetzt nur mal auch, um es zu zeigen. Weil ich möchte mir natürlich auch, ich möchte mir gerne Pfeile kaufen. Und da brauche ich jetzt mal ein paar Seelen. Und das Ganze geht das auch einen Ticken schneller, als wenn ich jetzt da die ganze Zeit gegen die Einzelnen da kämpfen würde. Weil dieser Drache, wenn man diesem Drachen den Schwanz abschießt oder abschlägt, dann bekommt man eine sehr gute Starterwaffe. Wer das noch nicht, wenn man das halt noch nicht weiß, dann ist es natürlich, ein extremes Secret. Aber, aber die Waffe ist halt wirklich sehr gut am Anfang. Und die würde ich auch jedem empfehlen, der das Spiel anfängt. Weil das tut zumindest halt mal, das Game weniger frustig werden lassen. So, können wir auch gleich wieder weg. Dass das Ganze ein bisschen beschleunigt ist. Und man merkt auch wirklich zu Demon's Souls, wenn man hier farmt, es geht um einiges schneller. Man hat keine Ladezeiten dazwischen, keine zwei Ladezeiten dazwischen. Was auf jeden Fall einiges an Zeit erspart. So, einmal mache ich das Ganze noch, dann gehe ich zum Händler. Guck dann mal, dass ich mir die Pfeile leisten kann. Passzeit sieht bei 22 Minuten. Und dann werde ich halt, na komm. Na kommst du. Kann es doch sein, dass man stirbt, wenn man nicht aufpasst. Deswegen sollte man auch aufpassen, sollte man halt sich auch beeilen. Oder immer gucken, was halt der Drache macht. Und ja, dann werde ich halt am Ende von diesem Part, werde ich dann halt einen Zeitraffer reinhängen, an dem ich dann halt, diesen Schwanz abschieße mit Pfeil und Bogen. Ich glaube, der Händler hatte sogar einen Pfeil und Bogen. Muss ich mal gucken. Ich guck mal ganz kurz. Ich möchte halt, wie gesagt, mit dem Part nicht unbedingt 30 Minuten lang werden. Tschüss, wenn er runterspringt, von mir aus. Die Seelen kriegen wir auf jeden Fall alle gut geschrieben. Egal, ob wir ihn töten oder nicht. Wenn er fällt, gehört er uns. So, und hier kriegen wir natürlich auch noch ein paar Seelen, dadurch, dass hier noch ein paar Gegner sind. Ich schätze mal, ich glaube, das waren so um die 100 Pfeile, die wir brauchen. Und es dauert halt auch eine Weile, weswegen ich das Ganze dann halt auch im Zeitraffer machen werde. Weil ich glaube nicht, dass es der eine oder andere sich angucken möchte. Na kommt, hört auf zu blocken. Den habe ich getroffen, okay. Ich habe eigentlich den anderen im Visier und die ganze Zeit greife ich den hier an. So. Na, es gibt übrigens auch verschiedene Größen an Schilden. Wir haben hier momentan jetzt die mittlere Variante. Ja, das war zwar ein Konter, aber leider kein Treffer. Stört aber nicht. So, muss natürlich aufpassen wegen dem einen Typen hier unten wieder. Na du. Weg mit dir, weil der würde uns stören, wenn wir dann zum Händler laufen. So, 3000 Seelen müssten eigentlich reichen, dass ich mir... Ja, wir wissen, was du, dass du was verkaufst. Der hatte, glaube ich, einen Pfeil und Bogen, oder? Nee, wo hatte ich denn den Pfeil und Bogen am Anfang her? Bin ich gerade überlegen. Ach, ich habe schon die ganze Zeit einen Bogen. Wo habe ich den denn her? Habe ich den aus Versehen irgendwo aufgehoben und vergessen? Ich hatte eigentlich nur eine... Nur eine Armbrust als Gedanke. Hä? Bin ich jetzt so verpeilt? War das doch ein Kurzbogen? Ich dachte, das war eine Armbrust.
Na okay, auf jeden Fall holen wir uns dann erstmal hier ein paar Pfeile. Ein paar Standardpfeile sollten eigentlich reichen. Wobei die Holzpfeile. Warte mal, Anzeige umschalten. 45, 35. Und die Preise stehen halt ganz rechts. Ja, cool, ich hole mir am Anfang die Standardpfeile. Ich glaube, das ist besser. Dann kann ich auch mehr davon tragen. So, ja gut, die kosten ja fast nichts. Dann kann ich mir hier mal gut 200 Stück holen. Und das Schöne ist halt hier, dass wir ja kein Problem damit haben. Dass, also egal wie viel wir uns davon kaufen, wir haben dann kein Platzproblem. Und hier hole ich mir jetzt am besten nochmal die, ja, die seelenlose Kiste. Die bodenlose Kiste, so rum. Einfach nur, weil ich es kann. So, das passt. Ja, der Typ ist auch lustig. Wir tun den Bogen aus. Ja, hier ist doch die Armbrust. Ach nee, Quatsch. Oh, ich bin so blöd. Das war doch sein Inventar. Oh, ich bin so dämlich. Ja, ja. Das ist doch das. Er verkauft den Bogen ja auch. Gut. Da haben wir ihn doch. Ja, Facepalm vom Feinsten. So, da habe ich doch den Bogen. Waffe kann mit aktuellen. Oh, verdammt. Also, ich kann ihn zwar benutzen, aber ich mache weniger Schaden. Was brauche ich denn dafür? Anzeige umschalten. Ich brauche 12 Geschicklichkeit und einer fehlt mir. Ja, nun. Gut. Dann setze ich jetzt das Zeitraffer halt hinten dran. Also, ich werde dann einfach noch ein, zwei Mal hin und her gehen und meinen Level abverteilen und werde dann zur Farmstelle gehen. Die zeige ich euch einfach mal eben nochmal schnell hier. Ja, mache ich noch. Gehe ich am besten hin, weil, wie gesagt, ich möchte ja nicht alles einfach nur im Zeitraffer zeigen. Damit man das Ganze auch mal gesehen hat. Go, go, go. Das war hier nach oben. Wie viel brauche ich eigentlich für ein Level up? Gucke ich nochmal kurz. Wobei es ja eigentlich auch egal ist. 1600, gut. Und zwar hier oben. Oh, ich muss ja mit der Leiter hier hoch. Und zwar gibt es da oben halt einen Weg unter der Brücke durch, weil oben beim, also wir könnten auch, ja, wenn wir gut sind und gut ausweichen können, können wir auch versuchen, oben entlang zu gehen. Aber das Problem hier oben ist dann halt, dass, ja, dass der Drache uns halt töten wird, wenn wir nicht aufpassen. So, weil normalerweise, wie gesehen, ihr habt ja gesehen, der spuckt sofort. Und hier würde es dann halt ganz normal weitergehen. Zumindest den einfachen Weg. Und hier gibt es dann auch zwei Untote, die uns stören können, wenn wir aufpassen. So, einmal. Ich glaube, die sind sogar ein bisschen stärker jetzt. Da ist auch noch einer. Sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus hier. Ja, komm. Den können wir auch runtertreten, wenn es gut klappt. Wenn er kommen würde. Weil das Problem ist, weil der kann uns auch ganz leicht runterwerfen. Deswegen möchte ich den gerne anlocken. Kommst jetzt her. Was macht denn der? Hallo? Bleibt er da hängen oder was? Na? Fallst du runter? Naja, egal. Machen wir halt so platt. Man muss natürlich auch aufpassen, wenn man gegen die Wand schlägt, macht man dann die ganze Zeit Schaden. Und hier, ich möchte das Ganze dann nochmal kurz zeigen, bevor ich halt den Part beende. Hier sieht man halt den Schwanz von ihm. Er bewegt sich halt ein bisschen ruckelnd, weil er in der Ferne steht. Ja, und von hier aus könnte man halt die ganze Zeit den, ja, den Drachen abschießen. Zumindest den Schwanz von ihm. Und er würde dann halt in die ganze Zeit in die Mitte springen. Wobei, warum rede ich eigentlich? Ich kann es ja auch zeigen. Wobei, nicht, nee, kann ich nicht zeigen. Ich mache den Zeitraffer dann. Bevor der Part zu lang wird. Wobei, der Part wird, glaube ich, jetzt über 30 Minuten, wenn, je nachdem, wie lang der Zeitraffer dauert. Aber gut, dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr weitere Parts nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.